Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge mit meiner Wenigkeit, und zwar heute, wie man von schön sehen kann, mit der Panasonic Lumix DMC-FT5, der Unterwassertest. Ich hatte es ja schon angekündigt in der Folge vom Unboxing. Jetzt gibt es das Review und Unterwassertest direkt in einem Mal los. Siehst du, hier habe ich noch meine Taucherbrille. Die muss ich jetzt noch anlegen eben. Und dann geht das los. In der Zwischenzeit kann ich euch mal ein bisschen was erklären. Und zwar die Kamera. Ich habe da jetzt einen 32 GB reingemacht, weil ich habe nämlich letztens sogar gestern beim Unboxing von der Kamera ein Theater gehabt, weil ich ständig irgendwas aufgenommen habe und das hat nicht funktioniert wegen der Speicherkarte. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Jetzt muss ich eben meine Dauerbrille fertig machen, dann geht's los. Ich sehe nämlich hier schön Örtchen, schön hier ein Tun, wunderbar. Können wir gleich mal loslegen. So, Taucherbrille an und los geht's. So, Fischer hat es ja leider keine, zumindest jetzt gerade, ne? Vorhin waren welche da. Und ich versuche jetzt bei ihnen zu finden. Diese Leute, es ist gerade live, ich habe einen Fund gemacht. Achtung bitte! Liebe Leute, 5 Rappen! In der Schweiz. Yippie! Zwanzig Schrauben, hurra! Geht weiter! 15! Der hauptsächlich aus Geldzug besteht hier, ne? Fische könnte ich... Verzeihung bitte. Fische könnte ich gerade momentan keine finden. Aber die Panasonic FT5 hält auf jeden Fall, was sie verspricht. Sie ist wasserdicht, wie man auch schon sehen kann. Und bei leichter Strömung, die hier gerade ist, ist es ohne Probleme möglich. So sieht das dann aus, ne? Ja, also. Ich hoffe, es war hilfreich, das zu sehen. Zu machen den Wi-Fi-Mode, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, da ich gerade mit der FT5 aufnehme. Und das kommt aber wahrscheinlich später nochmal, aber eben so. Wenn es euch gefallen hat, warte mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren und dann nicht vergessen und einen netten Kommentar hinterlassen, ob euch das gefallen hat und ob es hilfreich war. Also, macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal.